Kapitel 14 Zwischen Freund und Feind. Ob Sol und Funkenherz dieselbe Ruhe haben würden, war eine offene Frage. Und um diese zu beantworten, gab es exakt eine Option. Also brachen die beiden mit der Rückkehr ihrer Vorgänger in der Suche auf. Wie ernst die beiden die Suche allerdings nahmen, konnte man diskutieren. Ja, sie hielten die Augen offen und waren gerade zu Beginn sehr aufmerksam, aber jene Aufmerksamkeit wich im Verlaufe der Zeit doch mehr und mehr von der Suche ab und auf Gespräche und Spielereien. Die Wahrscheinlichkeit, mehr als nur Landschaft zu sehen, schien verschwindend gering. Die Richtung, welche das Luxi und das Fukano eingeschlagen hatten, war entgegen zu jener, in welcher die Suche durch Asche und Darkrai begonnen hatte. Alles andere wäre sinnlos. Aber die Richtung änderte nichts daran, dass Funkenherz sich ohnehin auskannte. Zwar war sie nicht in Silberdorf aufgewachsen, doch es fühlte sich oft genug so an. Zumal sie einen Abschnitt durchsuchten, welcher gerade auf dem Weg von und zu Metro City lag. Du warst früher sehr oft in diesen Wäldern, nicht? Man bemerkt wirklich, wie du jeden Baum noch beim Namen nennen könntest. Ich meine, ich kenne mich hier schon ein wenig aus. Aber du musst nicht übertreiben, gerade im Wald war ich nur alle paar Wochen mal. So selten? Hast du echt deine ganze Zeit in Silberdorf verbracht? Ich dachte, das Dorf wäre so klein gewesen. Ich meine, das ist es ja auch, aber ich war einfach nicht so oft dort. Erst auf einen fragenden Blick hin machte Funkenherz verwirrt die Feststellung. Warte, du dachtest, ich bin in Silberdorf aufgewachsen? Natürlich dachte ich das. Es ist der Ort, den man immer mit eurem ganzen Team verbindet. Das Team, zu dem du selber gehört hast. Die frühen Jahre meiner Kindheit habe ich aber... Die habe ich gar nicht dort verbracht, Sol. Meine Eltern haben es in den Jahren des Friedens, in denen ich zur Welt kam, für sinnvoller erachtet, in die große Stadt zu ziehen, um mir mehr Möglichkeiten zu geben. Deswegen bin ich in einer Großstadt weniger Stunden zu Fuß entfernt aufgewachsen. Hier in Silberdorf waren wir alle paar Wochen, um alte Freunde zu sehen. Und sobald der Krieg dann weiterging, war ich bis zum Ende des Kampfes gegen Darkrai auf Reisen. Sobald das alles zu Ende war, sind meine Mutter und ich zurück in die Zweigwelt gereist. Ich habe nie in Silberdorf gelebt. Nun, das war für Sol tatsächlich neu. Neuer, als es wahrscheinlich sein sollte. Er hatte nie wirklich mit Funkenherz darüber gesprochen. Er hatte einfach erwartet, dass sie als Teil dieser Gruppe natürlich in Silberdorf aufgewachsen war. Wie sollte man denn nicht in diesem Team? So hatte er gedacht. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich die Gegend hier gar nicht kenne. Wir sind ja auch nicht unglaublich weit von Metro City weg und hier war ich trotzdem oft genug. Weiter verlief die Suche. Weiter sank die Konzentration. Hier gab es Gras, Bäume, Wald. Und wenn das der Umfang der Anblicke war, könnte man sich die Besonderheit gut vorstellen. Durchbrochen wurde dies allerdings durch einen bestimmten Fund. Ein eigenartiger Geruch führte das Duo nämlich auf eine kleine, weitere Lichtung. Eine Lichtung, auf welcher Überreste eines Lagerfeuers standen. Überreste, die noch glühten. Hier war gerade noch jemand. Und jemand, der aus irgendwelchen Gründen am Tag ein Lagerfeuer angezündet hat. Und das im späten Frühling. Die Gründe sind, denke ich, weniger wichtig. Aber es ist irgendjemand hier in der Umgebung. Wir sollten es auf die Suche machen. Und wohin? Ich denke, am besten decken wir alle Richtungen ab. Lass uns getrennt suchen, damit uns das Mon nicht entwischt. Wenn es nötig wird, können wir uns irgendwie kontaktieren, oder? Wir können auch zum Lager fliehen. Wir sollten keine Chance auf Information verpassen. Ei, ei, Captain. Ich nehme den Osten, aber ich bleib in der Nähe. Vielleicht kommt der Brandstifter zurück. Gut, aufteilen.
Für Nunwürde soll definitiv alleine klarkommen. Dazu war er weit in der Lage, das wusste Funkenherz. Und sie selber würde auch zurechtkommen, wenn sie nur aufmerksam war. Und mit dieser Aufmerksamkeit versuchte sie Spuren zu finden. Was überraschend schwierig war. Wie hinterließ ein Pokémon so wenige Spuren, welches scheinbar nicht sonderlich darauf achtete, versteckt zu sein? Zumindest sprach das glühende Lagerfeuer dafür. Wieso also... Halt! Das Lagerfeuer war die einzige Spur. Eine Spur, die geradezu gedacht schien, gefunden zu werden. Und das, während kein Pokémon außer bestimmte Erwählte überhaupt außerhalb von Dörfern sein durften. Das Lagerfeuer sollte sie anlocken. Wer das Lagerfeuer gelegt hatte, wollte nicht gefunden werden, sondern er wollte finden. Sofort schoss Funkenherz herum, in Sorge um Sol, der nahe der vermutlichen Falle geblieben war. Und in dieser Eile erzeugte sie Lärm. Lärm, dem Geräusche folgten. Geräusche, die nicht von ihr stammten. Augenblicklich erstarrte das Luxio, als Schritte durchs Gebüsch schlichen. Wer ist da? Was willst du? Komm raus! Aber diese Stimme, Funkenherz? Das Pokémon, welches hier aus dem Gebüsch trat, war nicht feindselig, sondern verwirrt. Und gleichermaßen nicht unbedingt bedrohlich. Es handelte sich um Flamiau, Floings Partnerin. Was machst du denn hier? Weißt du nicht, dass es hier draußen nicht sicher ist? Im Angesicht klarer Friedfertigkeit und einer alten Bekannten entspannte sich auch Funkenherz. Zwar kannte sie Flamiau nicht auf demselben Level wie den Rest des Teams, da sie erst nach dem Einzug des damaligen Scheinungs in den Stamm der Evoli überhaupt nach Silberdorf kam. Aber trotzdem herrschte starkes Vertrauen, alleinig dadurch, dass Floink weiter ein guter Freund der Familie geblieben war. Es ist gut, dich zu sehen. Lang ist es her, nicht? Das stimmt. Gerade seitdem Omegon den Durchgang zwischen unseren Welten blockiert hat. Ich habe das Gefühl, du bist seitdem noch größer geworden. Na komm, so ewig ist das letzte Mal auch nicht her. Wie geht es euch? Wie geht es Floink? Wir sind eigentlich zu zweit hier unterwegs. Wir können ihn schnell suchen, dann... Eine Säule aus Flammen entstieg von jener Lichtung, auf welcher Funkenherz und Sol das Lagerfeuer gefunden hatten. Suchen müssen wir dann wohl nicht mehr. Aber irgendwas hat er gefunden und... Ich kann mir denken, wen? Schnell! Sofort eilte Funkenherz los, Flamiau dieses Mal hinter ihr. Fragen stellte das Feuer-Pokémon nicht, auch wenn viele aufkamen. Aber Zeit dafür wäre später. Stattdessen sprinteten die beiden für wenige Minuten durch Büsche und Bäume, bis sie auf einer kleinen Lichtung ankamen. Und hier geschah genau, was sich Funkenherz vorgestellt hatte. Sol stand im Kampf gegen ein rot-schwarzes Floink, welches gar nicht versuchte zu verstecken, dass seine Fähigkeiten nicht normal waren. Allerdings war sein Feind dies genauso wenig. Keiner der beiden schien bisher allzu verletzt. Die Kämpfer duellierten auf ziemlicher Augenhöhe. Stopp! Alle beide! Für beide Kämpfer war die Stimme bekannt und ihre Bekanntheit ein Grund, Folge zu leisten. Für Floink allerdings eher aus Überraschung. Funkenherz, was machst du hier? Wie kommst du hierher? Warum? Bevor sie auf den Fragenhagel einging, schritt das Luxio schnell zu ihrem Partner und prüfte ihn auf Verletzungen. Mir geht's gut, kein Grund zur Sorge. Ja, kennt euch. Nun wieder wandte sich Funkenherz. Sie war nun die Vermittlerin zwischen zwei konträren Seiten. Und als solche musste sie vorsichtig sein. Aber gleichzeitig kannte sie die Feinde. Sie wusste, was sie sagen konnte. Ja, das tun wir. Sol, das sind Floink und Flamiau, zwei Freunde meiner Familie aus Silberdorf. Floink, Flamiau... Das hier ist Sol.
Er kommt aus dem Weltenbaum des Forstes und er ist mein Partner. Wusste ich nicht. Dann tut es mir leid, dich so aus dem Nichts anzugreifen. Ich dachte, du wärst ein Feind. Hier draußen ist es gefährlich. Wir sollen die Umgebung bewachen, weil Omegon uns berichtet hat, dass Pokémon kommen sollen, die unseren gesamten Weltenbaum zerstören wollen. Wir sollen deshalb jedes Pokémon als Feind behandeln, das nicht zu uns gehört und sich nicht in einer Stadt befindet. Das wissen wir. Aber ich gehöre doch zu euch, oder nicht? Beinahe fühlte Sol sich schlecht, als er hörte, wie schnell und selbstverständlich Zustimmung folgte. Trotzdem ist es hier draußen nicht sicher. Vielleicht habt ihr selber beim Rasten schon Spuren gesehen. Omegon hat uns nicht viel verraten, aber von dem, was wir alles hören, muss es sich um unsagbar ruchlose und... Wir wissen Bescheid, Floink. Du musst uns nichts erklären. Wir sind diese Feinde. Zwei von ihnen. Es folgte ein Moment der Stille. Es wirkte, als würden die beiden Silberdorfler zunächst nicht sicher sein, ob ein Witz hier vorliegen sollte oder ob es tatsächlich ernst war. Allerdings ließ das Auftreten des Luxio nicht viel Raum für die Option, die besser in das Weltbild der Feuertypen passte. Aber es muss irgendein Missverständnis vorliegen. Die Pokémon, von denen Omegon spricht, sind hier, um unseren gesamten Weltenbaum zu vernichten. Und das ist kein Missverständnis. Es heißt nicht, dass wir unsere Mission genießen. Aber wir haben keine Wahl. Floink, Flamio, lasst uns bitte erklären, was hier los ist. Wir können euch den Rest unseres Teams vorstellen und euch alles erklären. Wenn ihr bereit seid, uns anzuhören. Der Blick des dunklen Kriegers wurde düster. Gut, dann bringt uns hin. Und wir wollen alles wissen. Und wenn ihr versucht, uns in eine Falle zu locken, dann... Das werden wir nicht, ich verspreche es. Wenn wir wirklich kämpfen müssen, dann nicht hier und heute. Wenn ihr uns nicht glaubt, seid ihr immer frei zu gehen. Aber ich bin nicht bereit, eine Chance vergehen zu lassen, das hier vielleicht ohne Kampf zu beenden. Ein kurzes Nicken Floinks folgte und Sol wandte sich um die kleine Gruppe zu führen. Es war beklemmend. Pokémon, die einst so gute Freunde waren, folgten Funkenherz nun wieder. Doch im Herzen waren sie erfüllt von Zweifel und Misstrauen. Es war möglich, dass sie Feinde werden mussten. Der Weg war erfüllt von Stille und dauerte eine Weile an. Auch innerhalb der beiden Zweiergruppen war die Laune nicht nach Gesprächen. Stattdessen verging also nur etwas Zeit, bis Sol endlich einmal aufsprach. Da vorne lagern wir. Wartet einen Moment, ich werde den Rest vorwarnen, damit sie nicht in der Überraschung überreagieren. Ein misstrauischer Blick folgte dem Fukano. Offensichtlich rechnete Floink immer noch jeden Moment mit einer Falle. Das Versprechen von Funkenherz war nicht genug gewesen, um diesen Verdacht zu stoppen. Kommt her! Sols Stimme erklang erneut durch das Gebüsch. Also gut, dann war jetzt der Moment der Wahrheit. Ein großes Problem gäbe es so oder so bei diesem Treffen. Flamiao, doch besonders Floink, schien bereits nicht wirklich zu vertrauen. Und dies würde sich kaum bessern, wenn sie den Mitstreiter trafen, welcher sich der Gruppe in den Schatten angeschlossen hatte. Funkenherz selber fiel es immer noch schwer, Darkrai nicht mit den Augen eines Feindes zu betrachten. Und sie hatte schon Monate vor ihrem letzten Treffen von seinem Recht gewusst und war seitdem eine Weile mit ihm gereist. Wie sollte also gerade Floink reagieren, der noch weit stärker im Krieg gelitten hatte und Darkrai bloß als das Feindbild schlechthin kannte? Doch trotzdem war Funkenherz nicht mit der Lösung zufrieden, welche scheinbar der Schatten selber gefällt hatte. Denn als sie zusammen mit ihren Begleitern durch das Gebüsch trat, war der Schatten nirgendwo zu sehen. Doch der Schatten, welchen Asche auf den Grund warf, wirkte verdächtig, wenn man ihn genau betrachtete. Offensichtlich wollte sich Darkrai zumindest zunächst nicht zeigen.
Vielleicht war es besser, um ein Gespräch zu beginnen. Doch auch wenn die Unehrlichkeit noch so klein und temporär war, das Vertrauen war nicht groß genug für solche Stunts. Asche und Latira warteten hingegen beide bestens sichtbar, den Blick gespannt auf die Neuankömmlinge gerichtet. Und es war scheinbar auch nicht der Anblick, welchen Floink erwartet hatte. Ja, seid nur vier und zu großen Teilen so normale Pokémon. Omegon hat Furcht verbreitet, als treten wir auf ein ganzes Heer. Die Menge macht nicht die Stärke. Und Omegon mag seine Sicherheit. Je mehr Furcht er erzeugt, desto stärker ist eure Vorsicht. Selbst wenn es weit mehr sein könnte als nötig. Wobei wir eigentlich auch zu fünft sind. Unser neuester Mitstreit hält es nur scheinbar für sinnvoller, euch nicht sofort unter die Augen zu treten. Ich sehe das anders. Wir brauchen volle Transparenz, also komm raus, Darkrai.